Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Einführung eines Mobilitätsbudgets, Why and How. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wie läuft das eigentlich ab von dem initialen Interesse an einem Mobilitätsbudget bis zur Live-Schaltung, bis zum Live-Operations, dann sind Sie heute genau richtig, denn genau darüber wollen wir heute sprechen mit einem Kunden, den wir mitgebracht haben. Und genau, hallo Sarah, hallo Nicola, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich freue mich sehr, insbesondere Sarah, natürlich, dass du bereit bist, die Einblicke hinter die Kulissen zu geben, wie das damals bei euch bei der Digital Charging Solutions war mit der Einführung von Mobico. Vielleicht, genau, wollen wir direkt damit anfangen, dass ihr 2, 3 Sätze zu euch sagt, dann wissen die Leute, was eure Rolle ist, was euer Background ist. Sarah, magst du direkt beginnen? Ja, vielen Dank, Leander. Ich freue mich sehr, dass ihr mich gefragt habt, ob ich heute dabei sein möchte. Ihr werdet es alle sehen. Ich bin ein ziemlicher Fan von Mobico und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wer bin ich? Genau, mein Name ist Sarah Lax. Ich bin Senior People and Culture Manager bei der Digital Charging Solutions GmbH oder kurz DCS. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren mit an Bord und hauptverantwortlich für den Bereich Compensation und Benefits. Komme ursprünglich vorher war ich bei einer HR-Consulting-Firma für Startups und KMUs und habe deswegen auch schon einiges an Benefits gesehen. Genau, und so bin ich dann auf Mobico gestoßen. Bestens qualifiziert also. Genau. Nicola, magst du gerade weitermachen? Ja, sehr gerne. Erstmal, Sarah, super, dass du dabei bist. Es freut uns wahnsinnig, euch da jetzt mal die Einblicke sozusagen unseren Zuhörern geben zu können. Ich bin Nicola Büsse, ich bin eine der Geschäftsführerinnen von Mobico. Wir sind der Dienstleister für Mobilitätsbudgets. Wir sind ein Münchner Unternehmen, haben uns seit 2017 mit der Frage beschäftigt, wie wir die Mitarbeitermobilität nachhaltiger und flexibler und individueller gestalten können. Und sind jetzt seit fast 3 Jahren live auf dem Markt und wollen heute einfach mal die Gelegenheit nutzen, so einer ganz entspannten Atmosphäre zu sprechen. Wie lief das eigentlich bei der DCS ab und wie kann man sich das auch ganz grundsätzlich vorstellen, wie man so ein Mobilitätsbudget einführt? Super, danke euch. Ich mache einmal die Slides größer. Wir sind immer noch da, ihr könnt uns hier super hören. Und mal kurz so zum Ablauf. Wir wollen das Ganze natürlich chronologisch einmal durchgehen, wie das ablief und haben uns ein bisschen an dieser Why, How, What Methode orientiert. Uns also die Fragen gestellt oder werden auch dir, Sarah, die Fragen stellen, warum überhaupt ein Mobilitätsbudget einführen. Dann alles rund um, wie geht es dann? Wie komme ich zu diesem Punkt? Wie läuft es ab? Und abschließend, ja, was passiert dann eigentlich mit der Einführung und eben jetzt, wo ihr ja schon einige Zeit auch praktisch live seid. Genau, wir haben einen ganzen Katalog an Fragen, die man sich so üblicherweise in dieser Zeitperiode oder im Zuge der Mobilitätsbudget-Einführung stellt, mitgebracht. Gehen die alle durch? Sollte es trotzdem sein, dass Sie, liebe Zuschauer, weitere Fragen haben, gibt es eine Chat- oder eine Q&A-Funktion. Die finden Sie rechts unten auf Ihrem Bedienpanel. Habe auch schon gesehen, die erste Frage kam auch schon rein. Es gibt eine Aufzeichnung des Webinars, die finden Sie auch vorhergehende Webinare auf der Mobico-Webseite. Und genau, ich denke, viel werden wir schon abdecken. Wenn was reinkommt, werde ich versuchen, das direkt mit einzubauen. Ansonsten haben wir am Ende auch noch eine kleine Q&A-Session mit eingeplant. Wunderbar. Ich denke, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, Nicola, wenn wir noch einen kurzen Überblick geben, wie funktioniert was ist Mobilitätsbudget und wie funktioniert es bei Mobico, damit wir so alle, die hier mit dabei sind, so auf einem gleichen Stand sind und auch verstehen, was da jetzt gleich auf uns zukommt. Ja, gerne. Genau, bevor wir da jetzt gleich reinstarten in unsere Podcast mit Videosession sozusagen, einmal kurz erklärt, was Mobico ist und wie wir funktionieren. Wir sind ein Mobilitätsbudget, wie schon natürlich gesagt, sprich der Arbeitgeber führt einen Mobilitätszuschuss für seine Mitarbeiter ein und hat den Anspruch, zumindest auf sehr viele individuelle Mobilitätsbedürfnisse einzugehen.
den Anspruch auch, gewisse nachhaltige Mobilitätsformen zu pushen, Mitarbeiter an mehreren Standorten mit diesem Mobilitätsbudget auch zu befriedigen und natürlich auch ein aufwandsarmes Tool einzuführen. Unser Mobilitätsbudget wird über das Gehaltrückerstattet, sprich wir sind eine App-basierte Lösung. Das bedeutet, sobald wir Ihre Mobilitätsstrategie in unserem Firmenaccount hinterlegt haben, sprich Sie definieren, wer soll eigentlich was bekommen, dann hinterlegen wir auch noch die Steuerkonfiguration, sprich Ihr Lohnabrechnungssystem wird hinterlegt in dem Firmenaccount und natürlich auch gewisse Steuermodulkonfigurationen. Warum sind die Steuern relevant? Ja, weil wir in Deutschland den geldwerten Vorteil haben, der korrekt versteuert werden muss. Wenn das erstellt ist und eben auf Ihre Firma eingerichtet ist, dann werden noch die Nutzer hinzugefügt, weil Mobico natürlich verstehen muss, wer Nutzer von Mobico sein darf. Und sobald der Nutzer eingeladen wurde, bekommt er eine Registrierungs-E-Mail, er registriert sich und sieht dann in der Mobile-App oder in der Web-Applikation, welches Mobilitätsbudget er von Ihnen bekommt. Der Mitarbeiter darf dann loslegen, darf sich für seine Mobilität entscheiden, die er braucht, wird natürlich auch ein Stück weit incentiviert, nachhaltige Mobilität zu nutzen, nutzt Mobilität, zahlt dafür, bekommt eine Rechnung oder hat ein Ticket gezogen und diese Rechnung oder das Ticket erfasst er dann mit der Mobico-App, lädt das eben hoch und diese Ausgabe läuft dann sozusagen gegen das Budget. Im Hintergrund arbeitet unser Steueralgorithmus, der weiß ganz genau, welches Budget hat der Mitarbeiter, was hat er genutzt, was wurde da eingereicht und wie müssen diese Ausgaben jetzt korrekt rückerstattet werden und vor allem, wie muss der geldwerte Vorteil für die einzelne Ausgabe sozusagen berechnet und natürlich auch in Betracht gezogen werden. Unser Mobilitätsbudget läuft dann, wie gesagt, in Ihr Lohnabrechnungssystem rein. Das heißt, unser Account erstellt am Ende des Monats eine Erstattungsdatei, die auf Ihr Lohnabrechnungssystem ausgerichtet ist und diese Erstattungsdatei wird in das Lohnabrechnungssystem hochgeladen. Und Ihr System versteht automatisch, auf welchem Gehaltszettel welche Rückerstattung sozusagen ausgewiesen werden muss. Und der Mitarbeiter bekommt dann sein Mobilitätsbudget, was er genutzt hat, mit dem nächsten Gehalt rückerstattet. Super, danke dir. Und du hast das Thema Steuern schon angesprochen. Ich glaube, dazu kommen auch immer super viele Fragen. Und damit haben wir es auch schon geschafft, ein ganzes Webinar zu füllen. Das heißt, darauf werden wir jetzt nicht unbedingt im Detail nochmal eingehen, sondern verweisen Sie dann sehr gerne auf das Webinar. Aus dem Februar, da haben wir, Nicola, glaube ich, gesprochen, über die Versteuerung von Mobilitätsthemen. Genau, und dann vielleicht im Kurzdurchlauf, wie werde ich Mobico-Kunde, damit wir auch eine Perspektive haben, wie denn so der übliche Ablauf ist, bevor wir dann praktisch im Detaillevel mit Sarah das einmal durchgehen. Genau, sehr gerne. Ja, also es fängt immer üblicherweise mit irgendeiner Art von Telefonat an, mit einem Webcall, im Falle von Sarah tatsächlich auch mit einem Live-Treffen zu Covid-Zeiten. Das war super wild und hat mich auch total gefreut, dass wir da endlich mal wieder einen Kunden gesehen haben. Sprich, wir stellen einmal unsere Lösung vor und klären natürlich die ersten Fragen. Ja, also es ist ja, jedes Unternehmen tickt ein bisschen anders, von daher wollen wir gerne auch verstehen, was sie bewegt, in welche Richtung sie laufen wollen und ob wir da gut dazu passen. Das nächste ist meistens ein Produkttest. Wir haben einen Demo-Account, den kann man dann einfach mal gerne testen, sich ein bisschen austoben und vertraut machen mit der Lösung. Wenn dann Mobico überzeugt hat, dann schicken wir natürlich ein Angebot und auch unsere Vertragsdokumente. Das ist dann immer auch die Stelle, wo dann meistens so Legal und Datenschutz dazu kommt. Wenn das alles passt und unterschrieben ist, dann kümmern wir uns bei Mobico federführend um das Onboarding. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass der Mobico-Account richtig aufgesetzt worden ist, dass das mit der Lohnabrechnung alles passt und dass der Account und natürlich das Unternehmen dann einfach ready ist. Wir unterstützen natürlich auch bei der Kommunikation für die Einführung bei den Mitarbeitern und sorgen dafür, dass zum Go-Live dann alles passt und stimmt. Und dann geht's auch schon los. Wunderbar. Die erste Frage zur Lohnabrechnung kam auch schon, die würde ich für den Moment zurückstellen, weil wir genau in diesem Schritt später noch drauf eingehen. Und dann würde ich sagen, erfahren wir erstmal noch etwas mehr über DCS, Digital Charging Solutions. Sarah, wer ihr seid, was eure Ausgangssituation war, wo ging es bei euch los? Genau, ich habe hier meine Folie reingestellt, um das einfach so ein kleines bisschen visuell darzustellen. Also wir sind eine IT-Software, ein IT-Software-Unternehmen, was dem Fahrer von Elektroautos den Zugang zur Ladesäule ermöglichen und vor allem auch erleichtern soll.
Das heißt, wir bieten eine White-Label-Lösung an, die es ermöglicht, dass der Fahrer eine Ladesäule findet, dort dann lädt und auch die ganzen Abrechnungsmodalitäten dann im Nachgang abgewickelt bekommt. Genau, wir sind jetzt 5 Jahre alt. Wir sind damals aus BMW ausgegründet worden, um halt diese White-Label-Lösung auch für andere Automobile zu ermöglichen. Und haben jetzt 3 Shareholder mittlerweile. Das sind BMW, Daimler und BP. Genau, das mal ist ein wahnsinnig komplexes Produkt, was ja sich gefühlt täglich ändert, weil sich auch die Bedarfe ja wahnsinnig weiterentwickeln. Und genau, du hattest noch gefragt, wie sind wir gestartet? Also zum Zeitpunkt, als wir mit Mobico Kontakt aufgenommen haben, waren wir 125 Mitarbeiter und wir sind jetzt ziemlich genau 211. Also haben auch ein ganz gutes Wachstum hinter uns. Genau, und ja, Elektromobilität geht an uns allen irgendwie nicht vorbei und deswegen war natürlich auch Mobilität generell für uns auch im Bereich Benefits schon immer super wichtig und ja, deswegen ja, sind wir dann auf Mobico gestoßen. Es ist nicht so, dass wir vorher noch nichts hatten. Viele Mitarbeiter, die vielleicht aus dem Personalwesen hier jetzt mit dabei sind, werden es auch kennen. Ich muss dich kurz unterbrechen, aber ich glaube, mit deinen Earbuds ist, da klingst gerade etwas blechern. Nein, ich höre euch wunderbar. Ich klicke mal drauf, mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob sich irgendein anderes Gerät noch mit reingekoppelt hat oder so. Nicht schon wieder, das hatten wir eigentlich in unserem Test schon versucht. Das hört sich zumindest ziemlich wild an. So, versuchen wir es nochmal. Ja, viel besser, super. Verrückt, okay. An- und ausschalten, das hilft. Ja, genau. Sie sind noch neu. Ich nehme Sie ein bisschen in Schutz. Sarah, darf ich dich mal, bevor du gleich auf Mobico eingehst, darf ich dich nochmal bitten, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Sprich, kannst du so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen? Was seid ihr so für ein Unternehmen? Also an welchen Standorten seid ihr zu Hause? Wie würdest du deine Mitarbeiter beschreiben? Und auch ein Stück weit, was bietet ihr vielleicht schon für Benefits an, die jetzt gar nicht mal so an Mobilität gehen? Und warum bietet ihr vielleicht auch Benefits an? Also was ist so die Philosophie dahinter, die du auch natürlich im HR verfolgst damit? Mhm. Genau, also wir sind an 3 Standorten unterwegs, in Berlin, in München und wir haben noch ein kleines Office in Tokio. Da sind aber nur 3 Mitarbeiter, deswegen ist der Hauptbereich schon auf Deutschland gepolt. Ja, unser Altersdurchschnitt liegt bei 33, also wir haben super junges Team bei uns, ja, die natürlich auch sehr fordernd sind, dadurch, dass wir auch noch sehr jung sind, gerade IT sind wir, ja, ist einfach im aktuellen Arbeitnehmermarkt muss man auch mit den Benefits halt immer hinterher sein, ja, um da die Talente zu catchen und vor allem auch zu halten. Das ist super wichtig. Genau, was haben wir noch? Neben der Mobilität haben wir ja den Klassiker im Sportbereich. Ne? Wir bieten eine Mitgliedschaft zu vergünstigten Konditionen an, aber auch Altersvorsorge ist nach wie vor ein Thema. Wir haben einen Rahmenvertrag mit einem Versicherer, wo wir je nach Betriebszugehörigkeit die Zuschüsse staffeln. Ja, ansonsten haben wir ein paar Poolfahrzeuge, die sich die Mitarbeiter auch ausleihen können, für Testfahrten zum Beispiel. Ja, was gibt's noch? Wir haben ein Learning and Development Budget, was wir anbieten. Genau, das sind so, würde ich mal, die Kernsachen. Company Events, zähle ich einfach mal mit auf, ist, glaube ich, auch im Startup-Bereich. Also wir sind kein klassisches Startup mehr, Corporate Startup, wenn man es so nennen möchte. Das ist natürlich super wichtig. Schöne, moderne Büros. Genau. Okay, cool. Und dann habt ihr, dann können wir eigentlich schon gleich auch einsteigen. Also ich verstehe das, ihr habt einen sehr hohen Fokus drauf, natürlich auch irgendwie ein gewisses Angebot euren Mitarbeitern zu machen.
Jetzt seid ihr ja zu uns gekommen und habt schon ein gewisses Know-how mitgebracht sozusagen. Ihr seid da keine grüne Wiese gewesen, was Mobilitätsbudgets angeht. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, warum ihr schon ein gewisses Wissen hattet und warum ihr dann überhaupt wieder an der Stelle wart, euch nochmal um das Thema Mobilitätsbudgets zu kümmern. Genau, also angefangen hat es tatsächlich mit einer Mobilitätsallowance, die ja auch viele kennen, die nach Level, nach Erfahrungslevel oder nach Rollen gestaffelt war, die Mitarbeiter damals quasi brutto zum Gehalt dazu bekommen haben. Und vielleicht sagt dem ein oder anderen die Firma ChargeNow was. Das sind wir nämlich, das ist ein Produkt von uns. Und unsere Schwester-Verticals, wie zum Beispiel ShareNow, FreeNow, ehemals ParkNow war auch dabei, gab es auch ReachNow. Und ReachNow war quasi auch ein Anbieter eines Mobilitätsbudgets, mit dem wir dann natürlich gestartet sind damals. Das war so einer unserer ersten Mobilitätsbenefits. Und ja, dann kam Corona. Dann wir befinden uns in 2020 gerade. Genau, wir befinden uns Frühjahr 2020. Genau, 2019 sind wir mit diesem Mobilitätsbudget von ReachNow gestartet, was die Mitarbeiter hatten. Und vielleicht weiß es auch der ein oder andere, bei ReachNow konnte man in der App direkt die Mobilität buchen. Das heißt, es gab immer nur bestimmte Anbieter, die dort zur Verfügung standen. Und eins unserer größten Probleme war eigentlich, dass die BVG in Berlin dabei war, aber zum Beispiel nicht die MVG in München. Das sind immer Einzelverträge und unser Münchner Büro war damals aber viel größer. Somit könnten wir quasi den Mitarbeitern nicht an allen Standorten das Gleiche anbieten, was nicht optimal war. Genau. Dann, genau 2020, kam Corona und die Mobilität hat sich komplett verändert. Die Mitarbeiter, wir sind auch gleich am Anfang im März alle ins Homeoffice gegangen. Gerade ÖPNV war zu der Zeit sehr wenig frequentiert genutzt und wir haben dieses Budget dann pausiert. Weil man trotzdem als Arbeitgeber dort gezahlt hat, auch wenn es nicht genutzt wurde. Genau. Und in diesem Zuge haben wir uns dann auf die Suche nach was Neuem gemacht. Und haben, also bei uns in dem Fall war es tatsächlich so, dass ein Mitarbeiter mich auf Mobico aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, schau doch mal hier, das wäre doch eine tolle Alternative und so ging die Recherche dann eigentlich los. Cool. Vielleicht, Leander, kannst du mal auf die nächste Folie gehen, dann können wir uns auch so ein bisschen am Zeitstrahl, ich habe mal in unseren alten E-Mails gekramt und mal geguckt, wann das alles angefangen hat. Ich glaube, das ist für die Teilnehmenden auch ganz spannend zu erfahren, wie schnell das auch gehen kann. Sie sehen es in der Überschrift, also wir hatten vom Kennenlernen zur wirklichen Go-Live-Implementierung tatsächlich mit der DCS nur 1,5 Monate. Ich möchte da alle beruhigen, das ist nicht unbedingt die Regel. Ja, also wir haben natürlich Kunden, die wahnsinnig schnell sind, aber natürlich auch Kunden, die ein bisschen länger brauchen. Ich glaube, Sarah, bei euch war wirklich der Vorteil, dass ihr das Thema Mobilitätsbudget kanntet, ihr damit schon in Berührung wart und vor allem eure Mitarbeiter auch schon damit in Berührung waren. Also ihr musstet das nicht irgendwie nochmal neu pitchen. Vielleicht da auch zur Einordnung und dann kommen wir gleich, und das ist auch sehr spannend für uns und, glaube ich, auch für die Zuhörer, wie ihr dann natürlich in die Auswahl gegangen seid. Aber vielleicht, um so diese Why- und die Kennenlernphase kurz abzukürzen, das lief eigentlich innerhalb von einer Woche so ungefähr. Also ihr habt einen ersten Webcall mit uns gehabt. Wir haben kurz das Produkt vorgestellt. Das lief wahrscheinlich danach dann ab, als der Mitarbeiter gesagt hat, hallo Sarah, guck dir mal Mobico an. Und dann hattet ihr schon relativ schnell auch die erste Vorstellung bei eurer GF. Also einfach, was gibt es denn gerade für Möglichkeiten? Und dann hatten wir dieses persönliche Treffen und da sind wir dann nochmal im Büro einfach, haben wir uns tief in die Augen geschaut und haben da sozusagen nochmal sind wir auf eure Situation eingegangen. Man sieht auch da unten in der Folie, habe ich jetzt mal so reingeschrieben, wer eigentlich schon in der ersten Phase dabei war bei euch. Es ging ja das Projekt aus Human Resources heraus. Ist das bei euch so der normale Aufschlag für Benefits? Ja, in der Regel schon. Also an sich ist es unsere Aufgabe, dass wir halt schauen, was haben wir für Benefits, was muss man vielleicht noch implementieren oder was muss man vielleicht auch mal abschaffen.
Das ist natürlich auch immer ein Riesenthema, weil es gibt immer Mitarbeiter, die an älteren Benefits sehr hängen, die dann aber vielleicht auch gerade mit einem Firmenwachstum einfach nicht mehr so gut zur Kultur passen. Also auch der kulturelle Fit sehr wichtig bei euch gewesen. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, junge Mitarbeitende, wahrscheinlich digital affin. Okay, super spannend. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal jetzt den Blick auf diese Anbieterauswahl gehen. Also ihr habt jetzt gesagt, okay, ReachNow pausiert. Ihr musstet da jetzt vielleicht, ich habe es rausgehört, so ein bisschen was Flexibleres finden. Das ist natürlich bei mehreren Standorten wahnsinnig wichtig. Und du hast es angesprochen mit dem ÖPNV. Wir sehen das ja in unseren Daten. Das ist einfach nach wie vor auch trotz Lockdowns hin oder her, die wir hoffentlich so nicht mehr erleben werden, ist der personennahe und Fernverkehr natürlich die Standsäule von einem Mobilitätsbudget. Und wenn das nicht gegeben ist und wenn das der Mitarbeiter nicht nutzen kann, ich glaube, dann wird es schwierig. Deswegen erzähl uns doch mal super gerne, wie seid ihr da vorgegangen? Wir waren ja nicht die Einzigen, die ihr angeschaut habt. Was war euch wichtig? Welche Kriterien habt ihr definiert? Und wer hat denn dann auch entschieden bei euch? Ja, und durften da die Mitarbeiter mitsprechen? Also vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Genau. Also du hast es eben schon gesagt, also einer der wichtigsten Punkte ist die Flexibilität gewesen, dass es für alle möglich ist, die Mobilität zu nutzen, die sie brauchen. Und auch München und Berlin unterscheiden sich einfach. Berlin ist riesig, der ÖPNV wird sehr intensiv genutzt. München, klar, gibt's auch das Umland, aber die meisten Leute sind schon zentral bei uns unterwegs, haben dann vielleicht auch mehr Interesse an Fahrrad etc. Deswegen war der allen bekannte Jobrad-Anbieter natürlich auch bei uns mit im Auswahlverfahren mit dabei. Genau, einfach den meisten oder vielen Leuten gerecht werden in der Mobilität, die sie im Alltag einfach brauchen. Ziel war es bei uns einfach, dass wir vor allem auch diese spontane und urbane Mobilität ermöglichen. Mhm. Ich weiß, wir kommen später noch zu den ganzen Möglichkeiten, die ihr anbietet, was man alles für Mobilitätsarten hat. Und bei uns war zum Beispiel ganz klar, dass wir Flüge ausschließen. Ja, das ist einfach für uns nicht nachhaltig. Und deswegen fällt sowas bei uns zum Beispiel raus. Also das heißt auch aber auch, dass ihr einen Fokus auf einen nachhaltigen Mobilitätsbenefit gelegt habt. Ich meine, das ist, glaube ich, bei euch auch ein No-Brainer als Elektromobilitätsanbieter oder genau. Unterstützer. Richtig. Okay. Also wir wissen auch, Elektromobilität, da läuft auch noch sehr, sehr viel schief. Wir sind tatsächlich auch immer noch alle am Anfang. Wie gehen wir damit um? Das heißt, das Tanken zum Beispiel ist auch bei uns mit drin, obwohl wir natürlich das toll finden würden, wenn für alle bereits das Laden allein möglich wäre. Genau, aber das war, dass dieser Nachhaltigkeitsaspekt auf jeden Fall mit reinspielt, war uns wichtig. Genau. Jetzt hast du ja sehr stark, glaube ich, eher so auf den Nutzer geguckt. Ja, also das ist ja auch deine Rolle, HR. Ich gucke immer, dass es dem Nutzer gut geht. Aber jetzt führt ihr ja einen Benefit ein als Firma. Ja, also da habe ich ja auch gewisse Ansprüche aus der HR-Brille heraus. Absolut. Was war euch da wichtig? Also auf was habt ihr geachtet? Was war auch kostentechnisch wichtig? Ja, so wirklich das Klassische. Ich stelle mir das so vor, ihr seid zu eurer GF gegangen und habt gesagt, Freunde, das sind die Möglichkeiten, wir empfehlen, weil, und genau, einfach, dass du vielleicht noch aus so einer Unternehmensadmin-Sicht da gegebenenfalls auch Kriterien hattest. Genau, also das ist auch super wichtig, weil gerade wenn man mehrere Mobilitäts- oder mehrere Benefits generell hat, dann sollte die ganze administrative Chose monatlich natürlich so einfach wie möglich laufen. Ich habe schon gesagt, wir haben den Fitnessanbieter noch mit drin, der auch als Sachbezug jeden Monat mit reinspielt. Auch das L&D-Budget. Wir haben tatsächlich auch noch Firmenwagen. Die laufen aber jetzt aus. Das kommen wir vielleicht später auch noch mal kurz zu. Genau, also für uns den administrativen Part so einfach wie möglich zu halten. Von der Kostensicht, klar, wir haben auch mit anderen auch noch Mobilitätsbudgetanbietern verglichen. Und haben dann quasi Kostenvergleiche gemacht, aber halt auch einfach den Nutzen uns angeschaut. Ja, für wie viele ist das dann tatsächlich ein Benefit?
Und sollte man dann nicht vielleicht ein paar Euro mehr ausgeben, wenn man dadurch mehr Mitarbeiter erreicht? Jetzt spreche ich mal was ganz konkret an, was ich nämlich total spannend finde. Du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt. Bei ReachNow konntest du drinnen buchen in der App. Bei Mobico kannst du es ja nicht. Wir reichen ja über Rechnungen ein. Jetzt habe ich schon ab und zu mal tatsächlich die Diskussion mit Arbeitgebern, ob das nicht irgendwie für den Mitarbeiter auch umständlicher ist. Habt ihr das bewertet gehabt? Habt ihr da ein bisschen Bauchschmerz gehabt? Weil ihr habt ja jetzt wirklich den kompletten Vergleich. Also ich finde es wahnsinnig spannend. Ich wusste das tatsächlich gar nicht selber. Wie hast du das gesehen? Oder wie sehen deine Nutzer auch, deine Mitarbeiter? Genau, also vielleicht aus Mitarbeitersicht war es natürlich einfach, wenn tatsächlich dieser Anbieter in der App damals drin war, den ich brauchte, war es mir natürlich ein leichtes, ja, direkt darüber zu buchen. Der Mitarbeiter musste nicht in Voraus, also das Geld nicht vorher auslegen, sondern es wurde einfach direkt abgezogen. Aber wie gesagt, der Nutzerkreis wurde einfach immer geringer und deswegen auch weniger attraktiv. Für mich muss ich tatsächlich sagen, und das hatte ich eingangs schon gesagt, das ist immer super schwer, die richtigen Benefits zu finden. Und vor allem Gehalt ist das eine als Hygienefaktor, aber die Benefits an sich, da ist immer ein Risiko, dass das irgendwann aus dem, ja, aus dem Hirn des Mitarbeiters so ein bisschen verschwindet oder der Mitarbeiter es halt vor allem auch als selbstverständlich ansieht, dass er das bekommt. So wie das damals zum Beispiel auch bei unserer Allowance war. Ja, die kam einfach nur aufs Bruttogehalt drauf und der Mitarbeiter hat eventuell Mobilität davon genutzt, vielleicht aber auch nicht. Und das ist wirklich einer der, der finde ich, besten Aspekte von Mobico, weil der Mitarbeiter jeden Monat ein kleines bisschen was dafür tun muss. Er kann die Mobilität nutzen, die er möchte und lädt jeden Monat die Rechnungen und Quittungen hoch und hat somit auch immer so einen intrinsischen Wunsch und merkt, ach wie toll, das habe ich jetzt ausgegeben und das kriege ich zurück. Das heißt, es gerät einfach nicht in Vergessenheit und das ist für uns ein total wichtiger Punkt. Super. Ja, vielen Dank. Also vielleicht auch da nochmal, um den Rahmen zu spannen, auch wo stehen wir gerade mit den Nutzerzahlen? Also das zeigt das, glaube ich, ganz schön wieder. Ihr habt damals im September 2020 gestartet und habe da, glaube ich, mit so um die 60, 70 Mitarbeiter, Nutzern gestartet. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Wie habt ihr das kommuniziert? Wie läuft bei uns, bei euch diese Nutzerverwaltung? Und heute, Stand April, also fast jetzt anderthalb Jahre später, glaube ich, sind wir bei 183 Nutzern, habe ich geguckt. Und du hast vorhin gesagt, ihr seid 211 Mitarbeiter. Also da sind wir sehr stolz und froh, dass das so toll angenommen wird und zeigt, glaube ich, auch, dass es dann an der Stelle für euch auf jeden Fall die richtige Herangehensweise war. Super. Absolut. Cool. Heißt jetzt auch, Leander, wenn du mal kurz auf den Weiter-Button drückst, also es gab diesen Anbietervergleich, genau, da gab es dann irgendeine Entscheidung, Sarah, wahrscheinlich, oder? Ihr habt eine Matrix vorgelegt. Wer hat entschieden? Genau. Am Ende habe ich den Vorschlag gemacht, der glücklicherweise auch von unserer Geschäftsführung akzeptiert wurde. Klar, wir haben Preise verglichen, aber wie gesagt auch das Nutzerverhalten. Und ja, und dann war die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar. Ja, das war sie auch, weil wenn wir jetzt auf den nächsten Blog gucken, dann sind wir schon eigentlich am 23. Juli haben wir sozusagen das Angebot dann verschickt. Das war der Tag, an dem wir uns getroffen haben und haben gesagt, so würde es ablaufen, das wären die Konditionen. Und dann gab es tatsächlich jetzt so der Prozess, der dann nachgelagert kommt. Und da sieht man da unten schon mal bei den Stakeholdern, da wurden dann natürlich dann noch die richtigen Stakeholder mit reingeholt. Also sprich, ihr habt dann schon auch den Einkauf dabei gehabt. Wir hatten mit dem Datenschutz natürlich dann auch nochmal zu tun, weil das klassische Thema Auftragsverarbeitungsvereinbarung, was geschlossen werden muss wegen den personenbezogenen Daten. Da gab es dann nochmal eine Rückfrage. Der Einkäufer hat sich gemeldet und natürlich war dann auch Lili dabei und natürlich auch die deine Steuerkollegen und Kolleginnen. Sprich, der Kreis hat sich dann erstmal erweitert. Das sehen wir auch immer bei der Einführung. Und das ist uns immer wahnsinnig wichtig, dass wir sehr schnell in den Prozess mit den richtigen Stakeholdern in Verbindung gebracht werden. Weil am Ende des Tages darf es da ja keinen Blocker geben. Genau, also habe ich verstanden. Ihr habt euch dann für Mobico entschieden, weil flexibel, weil einfach handhabbar ist. Wie hast du jetzt die Kollegen hinzugezogen? Waren die glasklar wegen dem alten Projekt schon
oder habt ihr da eine Projektgruppe gebildet oder hast du gesagt, wer kümmert sich um die Steuern bei uns? Wie hast du das gemacht? Also das ist tatsächlich relativ klar bei uns. Also wir haben einen Einkauf, bei uns läuft SAP im Hintergrund. Das heißt, es ging den klassischen Prozess über Band verstellen, PO erstellen. Das musste alles ins System, damit der Einkäufer da auch zufrieden ist. Genau, und relativ schnell am Anfang, man sieht es auch auf dem Slide, wurde bei uns auch der DPO, also der Datenschutz, mit reingeholt. Wir haben von euch super viele mega strukturierte E-Mails bekommen. Da bin ich immer noch wahnsinnig begeistert, weil ich es natürlich auch von anderen Benefits kenne. Aber es gab quasi einen Schritt-für-Schritt-Prozess. Was gibt es für Dokumente? Wer muss was unterschreiben? Also es wird einem wirklich auf ein Silbertablett serviert. Genau, es gab eine Rückfrage zum Datenschutz. Sie wollten einfach nochmal ganz genau wissen, welche Daten gehen bei euch ins Tool rein. Am Ende ist es tatsächlich nur der Name des Mitarbeiters, der mitgegeben wird und die Personalnummer, auf die aber dann ja extern nicht zurückführbar ist. Genau. Genau, richtig. Cool. Okay, dann ging es ja in der Phase schon auch tatsächlich darum, weil ja ReachNow nochmal ein anderes Konzept war wie Mobico, ihr musstet euch ja nochmal ganz andere Gedanken machen. Also ihr musstet euch jetzt ja in eurer Projektgruppe damit auseinandersetzen, wie wollt ihr das jetzt eigentlich anbieten? Also ja, wir haben jetzt den Anbieter, wir wissen ungefähr, wie das funktioniert. Wer hat sich Gedanken ins Angebot gemacht? Wer durfte das entscheiden? Habt ihr euch an irgendwelchen Marktdaten entlang gehangelt? Anfang 2020 war ja ein Mobilitätsbudget jetzt auch noch nicht so, dass man sich da bei jedem anderen Unternehmen mal nachfragen konnte. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wir haben, wie gesagt, wir hatten vorher schon ein Mobilitätsbudget und auch die Höhen festgelegt. Bei uns sind das 50 Euro für Praktikanten und Werkstudenten und 100 Euro für alle anderen Mitarbeiter. Und die bei uns aktuell noch ein Firmenfahrzeug haben, haben keinen Zugriff auf Mobico. Die sind davon also ausgeschlossen. Genau, gerade für unsere Praktikanten und Werkstudenten ist es auch super, super hilfreich, weil diese 50 Euro, die sie nutzen, die decken zum Beispiel einen Großteil von einem monatlichen Ticket ab. Klar, Werkstudenten haben oft ihr Semesterticket, aber wir haben auch viele Praktikanten bei uns, die natürlich zu einem verhältnismäßig geringen Gehalt unterwegs sind und sich deswegen auch über diese Netto-Zuwendung, so wie wir es bei uns gemacht haben, dann extrem freuen. Und war das bei euch der Hintergedanke tatsächlich, diese 50 Euro, also diese Verbindung zu nehmen, dass ich mir eine Monatskarte leisten könnte sozusagen? Habt ihr das schon so als Wert dann angenommen? Genau, genau. Also ich weiß gar nicht, wo sie momentan in München ist. Da wurde ja auch letztes Jahr das Ganze nochmal umgestellt. Sie liegen sowohl in Berlin als auch in München über 50 Euro. Aber wie gesagt, der Großteil ist dadurch dann schon sehr gut abgedeckt. Okay, super. Und habt ihr eine bestimmte Mobilitätsstrategie auch gehabt? Also du hast vorhin schon, bist du drauf eingegangen, Flüge, nein. Gab es da noch weitere Kategorien, wo ihr euch dann nochmal dagegen entschieden habt? Vielleicht auch so für die Teilnehmer. Bei Mobico kann man wirklich jegliche Kategorie, die es so gibt. Also wenn es irgendwann mal die Velocopter gibt, dann müssen wir das natürlich auch aufnehmen in unsere Liste. Gab es speziell was, wo ihr vielleicht auch gerieben habt in der Projektgruppe, wo ihr gesagt habt, so, boah, also eigentlich nicht, aber ja, ist noch die Realität, vielleicht beim Tanken? Also richtig gerieben haben wir uns. Wieder mit deinem Earbuds. Ich glaube, dein Handy möchte sich immer einloggen. Why? Probieren wir es nochmal. 1, 2, 1, 2. Nee, du hörst dich immer noch Robo-like an. Ich mache wirklich nichts anders. Die Technik. Jetzt probier es nochmal. Aber es ist 1, 2, Test. Mal aus, mal an. Nichts geholfen. Du hörst immer noch dich wie ein Roboter an. Okay, dann lassen wir das einfach mit den Earpods. Ich wechsle ganz normal auf den Laptop-Lautsprecher. Das ist gar kein Problem. Genau, ich erzähle vielleicht mal zwischendurch, was ich nutze, die Pause.
Vielleicht auch da wieder im Prozess für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir unterstützen auch gerade in dieser Definitionsphase, also wie soll so ein Mobilitätsbudget eingeführt werden, unterstützen wir natürlich auch mit Erfahrungswerten und hangeln uns an so einer Checkliste auch lang. Und die Checkliste zeigt eben auch, welche Möglichkeiten man im Account hat und dementsprechend kann man dann eben ganz passgenau fürs Unternehmen genau sagen, was möchte ich eigentlich bezuschussen und was nicht. Und daher eben auch die Frage an die Sarah, gab es da Diskussionen zu bestimmten Mobilitätstypen, die ihr dann vielleicht nicht unterstützen wolltet? So, schauen wir mal. Hört ihr mich wieder? Ja, jetzt musst du nur ein bisschen lauter brüllen, glaube ich, aber ansonsten hören wir dich wunderbar. Alles klar. Genau, also ich habe angefangen, ich habe gesagt, wir haben uns nicht wirklich gerieben. Eigentlich war für uns klar, dass wir Flüge gleich ausschließen. Und es gibt auch die Option für dritte Personen, das zu ermöglichen. Das haben wir auch ausgeschlossen, weil wir einfach gesagt haben, es soll nur für den Mitarbeiter selbst gelten. Ansonsten Gruppentickets, was so ein bisschen das Gleiche ist, für mich zumindest diese Kategorie, ähnlich wie die für Dritte. Und ansonsten haben wir eigentlich alles, was dann noch dazu kam, weil das ist hat sich ja bei euch auch weiterentwickelt mit den Kategorien, also alles rund ums E-Laden, Wallbox etc., das haben wir natürlich sofort angenommen und mit aufgenommen bei uns. Genau. Super. Ja, cool. Vielen Dank. Vielleicht dann noch eine Frage zum das ganze Thema jetzt Onboarding. Da stecken wir jetzt, wir gehen jetzt so in die nächste Phase eigentlich rüber. Gab es aus den einzelnen Bereichen, also gerade aus dem Thema Lohnabrechnung kommt natürlich logischerweise, muss eine Rückfrage kommen. Also vielleicht auch da, wie gehen wir vor? Teil des Onboardings ist ja immer auch mit der Lohnabrechnung, sei das intern oder eine extern über den Steuerberater zu sprechen. Wie hast du das noch in Erinnerung? Ich weiß, wir hatten, typischerweise fragen wir dann immer den Admin, bitte gibt uns einen Kontakt oder stellt einen Kontakt her. Was waren so deine Erinnerungen noch zu diesem Prozess sozusagen? Genau, also wir arbeiten mit einem externen Steuerbüro zusammen, die für uns die Lohnabrechnung machen über DATEV. Das heißt, bei euch schon in dem ersten Form, was man ausfüllen musste, konnte man halt angeben, über welches Abrechnungstool man bei sich die Abrechnung hat. Und dann auch wieder von euch total gut die ganzen steuerlichen Aspekte runtergeschrieben, die ich dann einfach ans Lohnbüro weitergeleitet hat. Die Steuerberaterin hat dann diese Kategorien in DATEV angelegt, sodass sie dann einfach auch mit dem Export, den man dann monatlich zieht, das gleich verknüpfen kann. Super. Okay, und dann? Kompliziert. Super. Dann lass uns doch mal eintauchen, so der letzte Part. Wie habt ihr das jetzt kommuniziert? Also ihr habt jetzt für euch entschlossen, klar, Mobilitätsbudget wird eingeführt. Wir hatten den Go-Live den 1. September gewählt, also wirklich relativ fix. Wie ging es bei euch weiter? Wie habt ihr es kommuniziert? Wie dürfen eure Nutzer jetzt euch mitteilen, jawohl, ich möchte mich gerne für Mobico anmelden. Wie komme ich als Nutzer auf diese Plattform drauf? Genau. Vorgelagert oder der allererste Schritt ist, den Datenschutz da einzuhalten. Das heißt, dadurch, dass wir den Namen als personenbezogene Daten ja an euch Mobico weitergeben, muss jeder Mitarbeiter dem vorab zustimmen. Mhm. Das läuft bei uns über HR Works, also unsere Personalsoftware. Es gibt da einen Bereich Compliance-Dokumente, wo wir eine Vorlage erstellt haben, wo der Mitarbeiter dazu informiert wird, was an euch weitergegeben wird. Und dieses Dokument muss er als erstes bestätigen. Mhm. Ist das ein digitaler Prozess? Also kann ich das komplett in diesem Tool machen? Okay, also ich muss da jetzt nicht irgendwas runterladen, ausdrucken? Nein. Okay. Genau. Wahrscheinlich alternativ, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Tool nicht hätte, ich kenne das von anderen Kunden, die haben zum Beispiel ein Intranet und haben dann da einfach dieses Dokument sozusagen alternativ zum Runterladen, ja, unterschreiben, an HR schicken, so ein bisschen nicht digitalerer Prozess, aber auch möglich. Genau, also wir haben uns einfach dafür entschieden, dass es quasi mit der Bestätigung im Tool ausreicht. Wir bekommen da keine Unterschrift vom Mitarbeiter, sondern wie gesagt nur die Bestätigung, aber der Mitarbeiter muss halt aktiv dem zustimmen. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich damals sowohl für alle der Prozess gewesen. Also wer nicht zustimmt, der kriegt keinen Zugriff.
Und dann haben wir das natürlich groß gepitcht, weil das auch für uns super wichtig war. Die Kommunikation ist da einfach A und O. Ja, wenn man schon den Benefit einführt, ich kann das eigentlich nur allen ans Herz legen. Wenn ihr was Gutes tut, dann kommuniziert das auch und bereitet das lieber ein bisschen mehr vor, weil es ist wirklich was Cooles. Genau, das Slide ist unser Onboarding-Slide. Das heißt, das ist für die Mitarbeiter, die jeden Monat neu starten, um einmal kurz zu verstehen, wie der Prozess hier ist. Und das allererste ist auch dieses Confirm Document, also in HR Works, dass es bestätigt werden muss. Und dann erstellen wir bei Mobico diesen Nutzer. Genau. Und dann Genau, und wer macht das? Wer erstellt bei Mobico den Nutzer? Also wer kümmert sich auch um diese monatliche Nutzerverwaltung? Weil es gehen ja auch Mitarbeiter rein, raus. Wie würdest du den Aufwand einschätzen? Was ist so der Prozess bei euch? Genau, das machen meine Kollegin und ich. Also wir haben zwei Administratoren bei euch in Mobico angelegt. Das ist quasi unsere HR-Admin und ich. Und sobald die Nutzer das bestätigt haben, legen wir die an. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Gruppenimport zu machen bei euch. Das war natürlich der erste Schritt. Als so viele gestartet sind, haben wir das darüber gemacht. Okay, super. Leander, magst du gerade was reingrätschen? Nein. Genau, hier habe ich einfach nochmal einen Snip gezogen. Also unser Intranet ist Confluence, das heißt, wir haben eigentlich zu allen unseren Benefits einzelne Rubriken wie so eine Art Handbuch aufgebaut und dort ist auch eine Seite extra für Mobico. In Live sieht es tatsächlich noch cooler aus, weil da so ein kleines GIF ist, wo ein Hund auf einem Delfin reitet, das quasi die Arten der Mobilität nahezu unbegrenzt sind. Genau. Super. Dann noch vielleicht dann, habt ihr es eingeführt, die Mitarbeiter nutzen das, habt ihr einen Prozess, wie ihr Feedback einholt, also zu Benefits generell auch? Wie macht ihr das? Wie kriegt ihr so dieses Stimmungsbild? Also wir haben gerade auch mit den Newbies regelmäßige Checks nach ein paar Monaten, wo wir einfach fragen, wie läuft es generell, aber funktioniert auch natürlich alles mit den Benefits, seid ihr damit zufrieden und auch da kriegen wir immer super Feedback. Also ich kann tatsächlich da nichts Negatives sagen. Immer mal wieder kommt trotzdem die Frage, können wir nicht noch Jobrad implementieren? weil natürlich einige sagen, okay, das geht ja auch über die Entgeltumwandlung und ist dann aus dem Bruttogehalt. Das heißt, es ist natürlich auch ein Benefit nochmal on top für den Mitarbeiter. Wir haben uns bislang dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wir bieten ein Mobilitätsbenefit in dem Rahmen an und der Mitarbeiter kann sich zum Beispiel auch seine Fahrradfinanzierung über mehrere Monate strecken, kann dann die Rechnungen in Mobico hochladen und kann sich somit auch ein Fahrrad anschaffen. Genau. Super. Ich vielleicht auch an der Stelle, weil ich gerade so ein bisschen in diesen Chat schiele, ihr habt ja Mobico auch sehr pro Mitarbeiter eingeführt, muss man an der Stelle auch sagen. Du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Mobico, weil ich gerade die Frage von der Frau Haberl sehe, wir sind kein Netto-Budget, sondern wir sind in erster Linie erstmal ein Brutto-Budget. Also wenn ich als Mitarbeiter eben ein 100-Euro-Budget zum Beispiel bekomme, dann gibt es je nachdem, welche Mobilitätsform ich nutze, gibt es im deutschen Steuerrecht Mobilitätsformen, wo ich diesen geldwerten Vorteil steuersfrei sozusagen versteuern darf und ich da als Mitarbeiter alles zurückbekomme, also netto. Es gibt aber auch natürlich Mobilitätsformen, die muss ich als Mitarbeiter in der Konstellation, wie wir Mobico nutzen, versteuern. DCS hat sich dafür entschieden, und das ist natürlich aus einer Mitarbeitersicht eine ganz tolle Geschichte. DCS hat sich entschieden, diese Lohnsteuerbeträge da für den Mitarbeiter zu übernehmen. Das ist diese Netto-Lohnhochrechnung, die du vorhin angesprochen hast. Das bedeutet, auch wenn der Mitarbeiter zum Beispiel eine Taxifahrt einreicht, die eigentlich steuerpflichtig wäre für den Mitarbeiter, übernimmt hier die DCS tatsächlich die Steueranteile, sodass der Mitarbeiter auch hier den kompletten Betrag zurückbekommt. Das ist nicht die Regel bei unseren Kunden. Das ist wirklich ein Mega-Benefit an der Stelle. Aber ich kann natürlich Mobico auch in der Brutto-Auszahlungslogik einführen.
da habe ich in gewisser Weise natürlich einen höheren Incentive für die Mitarbeiter, dass sie sich explizit für steuerfreie Mobilität entscheiden, weil sie da dann natürlich dementsprechend alles zurückbekommen. Bei euch bekommen sie das ja auch zurück, wenn das eine steuerpflichtige Ausgabe wäre. Genau, das habe ich nur gerade an der Stelle noch gesehen. Sarah, vielleicht letzte Folie und dann können wir auch super gerne in die Fragen reingehen. Mhm. Spannend ist ja bei euch, ihr seid mit zwei Budgetgruppen gestartet und jetzt haben wir uns ja auf das Webinar ein bisschen vorbereitet. Ich wusste gar nicht, dass ihr eine dritte hattet, weil ich bin da ja auch nicht mehr so tief drinnen. Ihr sollt ja auch euch explizit mit dem Tool selber beschäftigen dürfen. Was hat es mit der dritten auf sich? Was ist da passiert? Ja, erzähl uns doch gerne mal. Genau, also wir sind mit den Zweien gestartet, 50 Euro und 100 Euro für Praktis Verkis und dann eben die 100 für die Fixen. Und dann kam Anfang diesen Jahres noch die dritte Kategorie dazu, die wir X-Car genannt haben. Firmenfahrzeuge ist tatsächlich ein Thema, was wir damals übernommen haben, weil wir einfach aus BMW kommen und aber gerade durch unser Wachstum gemerkt haben, dass die individuellen Firmenwagen einfach für uns nicht mehr State of the Art sind. Riesendiskussion intern, weil natürlich die Mitarbeiter, die ein Firmenfahrzeug haben, sehr ungern davon wegkommen. Bei uns braucht es tatsächlich fast niemand. Also wir haben jetzt keine Vertriebsmitarbeiter, die sie für ihren Alltag brauchen, sondern wir haben sie eingeführt, um ja ab einem bestimmten Level einfach noch eine Incentive zu haben für den Mitarbeiter. Das lief immer über ein Zuzahlungsmodell, also keiner hat es quasi umsonst bekommen und auch diese 1 oder 0,5% wurden da immer mit reingerechnet, aber trotzdem musste der Mitarbeiter je nach Fahrzeug eine Zuzahlung leisten und wir haben uns im letzten Jahr entschieden, dass wir unsere Firmenfahrzeuge auslaufen lassen. Das heißt, alle Leasingverträge, die wir momentan haben, die gehen bis Ende 23, das letzte, werden nicht verlängert und es werden auch keine neuen Fahrzeuge bestellt. Mhm. Und in dem Zuge mussten wir natürlich dann schauen, okay, was bieten wir denn den Mitarbeitern an? Und das ist genau auch das, was ich vorhin einmal angesprochen hatte. Es ist halt immer ein Thema, wenn man überlegt, wie man seine Benefit-Strategie ausbaut, aufbaut und aber auch weiterentwickelt. Und dadurch, dass wir mit unseren Mitarbeitern so stark gewachsen sind, haben wir einfach gesagt, dass es für uns nicht mehr das richtige Benefit ist. Genau, man sieht, das sind jetzt 300 Euro. Grundsätzlich. Wie seid ihr da drauf gekommen? Habt ihr da irgendwie einen Wert gehabt? Also das ist mal super spannend für die Unternehmen. Genau, also wir haben bei uns tatsächlich, hat unser Controlling-Team anhand von Tankquittungen, aber auch Hochrechnungen, wir haben eigentlich nur noch BEVs oder rein elektrische, das heißt getankt wird generell eher wenig bei uns, aber es gehört immer noch dazu. Und dann wurde tatsächlich ausgewertet, okay, wie viel ist das aktuelle Firmenfahrzeug des Mitarbeiters im Durchschnitt zusätzlich wert? Und inklusive der Zuzahlung ist es dann dem Mitarbeiter auch möglich, außerhalb der Firma sich ein Auto in irgendeiner Weise zu beschaffen, wenn er denn dann eins braucht. Mhm. Ich fand es auch ganz spannend. Ihr hattet, ich weiß nicht, ob es im letzten oder im vorletzten Monat war, hattet ihr auch ein Webinar, wo man nochmal so ein bisschen die Mobilitätsarten angeschaut hat, wo auch nochmal aufs Firmenfahrzeug eingegangen wurde. Und im Nachgang habe ich auch noch weiter recherchiert. Also es sind, wenn man es nicht wirklich braucht, tatsächlich nur noch 4% der Mitarbeiter, die wirklich an den Firmenfahrzeugen hängen und sie auch brauchen. Mhm. Und wenn man es einfach hochschlägt auf die Gesamtmitarbeiterzahl, wenn man halt allen irgendwas Gutes tun will, dann sind halt die 4% die Leute, die da ein bisschen in den sauren Apfel beißen.
Ja, das ist ja grundsätzlich auch eine Diskussion, die ich auch gerne immer wieder vertrete, ist zu sagen, und klar, wir legen einen sehr großen Wert bei Mobilität im Unternehmen immer auf die Dienstwagenberechtigten. Das ist einfach ein etabliertes Thema in Deutschland. Gleichzeitig, wie du es gesagt hast, irgendwie 96% der Belegschaft ist vielleicht nicht dienstwagenberechtigt. Und genau da muss ich eigentlich reingucken, auch zukünftig. Ich muss verstehen, wie pendeln meine Mitarbeiter und wie kann ich auch als Arbeitgeber natürlich auf die große Masse meiner Mitarbeiter einen positiven Einfluss nehmen und hoffentlich die eben auch Richtung nachhaltige Mobilität auch so ein bisschen schieben, positiv gesehen. Ja, super spannend. Letzte Frage, 1,5 Jahre seid ihr jetzt dabei. Wie ist deine Zwischenbilanz? Ja, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich bin ein absoluter Fan. Ich glaube immer noch, dass das eins der Benefits ist, was am besten ankommt oder das Benefit, was am besten ankommt. Weil es einfach mitwächst. Vielleicht sagst du auch noch was dazu. Also es gibt auch super viel, also erstmal seid ihr immer erreichbar. Das finde ich vielleicht auch total klasse. Wenn es irgendwas gibt, dann gibt es mal einen Feedback-Call oder man kann euch auch Feedback geben. Das ist für uns super hilfreich. Es ist wahnsinnig einfach in der Handhabung. Dieser Excel-Export, der dann erstellt wird, der kommt einfach in den SharePoint und das Steuerbüro kann den implementieren. Da ist noch nie was schiefgelaufen. Ich glaube, es ist einfach für uns als Personaler, das Ganze zu administrieren und ja, ist einfach ein Dauerbrenner bei den Mitarbeitern. Super, das war nicht einstudiert, von daher vielen Dank für das Feedback natürlich auch. Und ja, genau, also wichtig, du hast es angesprochen, das ist ja auch, was wir an unseren Kunden so sehr schätzen, ist eben dieses gegenseitige Feedback geben können auch. Es gibt noch nicht das Mobilitätsbudget am Markt, das wird sich weiterentwickeln, die Unternehmen entwickeln sich weiter, die Angebote entwickeln sich weiter. Insofern sind wir da wahnsinnig drauf angewiesen, natürlich auch mitzulernen bei euch. Und genau solche Sachen zu erfahren, ja, also auch, dass eben eure Dienstwagen abgeschafft werden und dass ihr da eine Alternative gebraucht habt und wo kommt der Impuls her, warum macht ihr das, ja, um dementsprechend das richtige Produkt auch zu entwickeln. Sarah, vielen Dank für deine Insights, war super spannend, auch trotz der Earbuds-Challenges, gar kein Problem, du bist agil, ich habe das gemerkt, du hast gleich umgeschaltet. Leander, möchtest du die weiteren Fragen noch moderieren? Ja, gerne. Danke euch beiden erstmal für praktisch die Insights und das Gespräch. Genau, ich hatte mein Auge auf den Chat und ich versuche es nochmal praktisch thematisch von vorne nach hinten durchzugehen. Bei der Entscheidung, welches Angebot jetzt, ob Mobico oder nicht, kam die Frage auf, ob ihr einen Betriebsrat hattet und wenn ja, wie wurde der eingebunden? Nein, wir haben glücklicherweise keinen Betriebsrat. Das heißt, diese Stufe gab es bei uns nicht. Also es war einfach nur ein klassischer Pitch bei der Geschäftsführung mit Zusage. Sehr gut, kurz und knackig. Bei der Einrichtung, und Nikolai, es geht vielleicht nochmal in deine Richtung, wurde schon mal angesprochen, Mobico kann mit verschiedenen Lohnbuchsystemen arbeiten, beziehungsweise wenn wir es irgendwie noch nicht haben, bauen wir es. Kannst du darauf bestimmt eingehen, wie läuft es dann ab? So von, okay, der Monat ist zu Ende und jetzt muss es irgendwie in den Lohnlauf einfließen. Ja, genau. Ich habe auch noch eine Frage dazu gesehen. Vielleicht nehmen wir die noch mal ganz kurz davor. Vom Herrn Brommert war das die Frage noch, ob ihr ein Problem damit hattet, Sarah, dass der Monat zum 3. geschlossen wird. Ob das bei euch auch so umgesetzt wird und ob es da irgendwelche großen Diskussionen gab. Und dann erzähle ich noch kurz zum Prozess was. Nee, also das ist tatsächlich was. Klar, man muss die Mitarbeiter dann ein bisschen erziehen. Aber es kommt ja auch monatlich immer ein Reminder an jeden, der das Mobilitätsbudget hat, kurz vor Ende des Monats, ne, bitte alle Belege hochladen. Und natürlich kam es hier und da mal vor, dass dann einer am 5. gesagt hat, oh, ich habe es vergessen. C'est la vie. Ne? Also das passiert. Bei uns ist es auch so, dass das Budget nicht übertragbar ist. Ist vielleicht auch noch ein ganz spannender Punkt für die Zuhörer. Man kann das einstellen. Ne? Ich weiß gar nicht, was ihr da für Rahmen habt, ob jetzt quartärlich oder jährlich. Genau, geht alles monatlich, Quartal, Halbjahr, Jahr. Genau. Bei uns ist es wirklich so, wenn das Budget am Monatsende nicht genutzt wurde, dann verfällt das. Und dann geht es am 1. wieder los. Ja,
Okay, super. Genau, Leander, zu deiner Frage. Genau, also die Kunden bringen unterschiedliche Lohnabrechnungssysteme mit. Kunden mit Dativ und SAP, die machen uns am meisten Spaß, weil die, oder Dativ macht uns am meisten Spaß, weil es relativ einfach ist. Da gibt es ganz klassische Definitionen. Jedes Lohnabrechnungssystem verfügt über eine Schnittstelle, wo ich eben letztendlich externe Bewegungsdaten einpflegen kann oder hochladen kann. Und diese Schnittstelle ist einfach pro Lohnabrechnungssystem definiert. Wir haben mittlerweile 10 oder 12 Lohnabrechnungssysteme in unserer Applikation hinterlegt. Sprich, das ist immer gar kein Problem, wenn ein Kunde mit einem bestehenden System um die Ecke kommt. Da wird im Onboarding einfach drauf geachtet. Es wird mit dem Steuerberater oder dem Lohnabrechner auch nochmal gesprochen, das System vorgestellt und in unserem System dementsprechend auch die weiteren Informationen hinterlegt, die wir brauchen, damit Mobico überhaupt mit dem Lohnabrechnungssystem kommunizieren kann. Wenn es ein neues Lohnabrechnungssystem gibt, das der Kunde mitbringt, dann schauen wir uns das natürlich an. Bisher hat das immer funktioniert, weil wirklich jedes System also eine Schnittstelle hat. Genau. Dann habe ich noch 2 Fragen gesehen, so zur Nutzung und Konfiguration. Was ist alles möglich? So per se ziemlich viel. Und es ist dann ja, glaube ich, am Arbeitgeber zu sagen, was ja, was nein. Eine Frage ging darum, Belege aus dem Ausland, also internationale Mobilitätsausgaben, wie beispielsweise ein Taxi in London. Und dann kam es ja auch schon zur Sprache, dass wir mit der Zeit das auch noch angeboten hatten im Bereich E-Mobilität, Ladesäule und so weiter. Nicola, vielleicht dazu kurz 2 Sätze. Genau, also ich kann auch ausländische Mobilitätsausgaben einreichen. Wir haben sogar einen integrierten Währungsrechner, der dann dementsprechend auch immer gleich zum tagesaktuellen Währungskurs in Euro umrechnet. Also das ist auf jeden Fall möglich. Ist aber auch natürlich an der Stelle wieder eine Arbeitgeberkonfiguration. Ansonsten, Leander, was war die 2. Frage? Ladesäule, glaube ich, gell? Ich suche gerade mal. Ja. Genau, mehr auf das Thema Ladesäule eingehen. Das ist das, was die Sarah noch erwähnt hatte. Wir hatten im Februar oder im Januar diesen Jahres sind wir mit der Wallbox und auch den Ladestromkosten nachgezogen. Das heißt, ich darf als Arbeitgeber auch die Wallbox-Installationskosten bezuschussen. Das ist jetzt gerade besonders relevant, weil ja der Fördertopf für die privaten Personen ausgelaufen ist. Sprich, da kriege ich vom Staat auch nichts mehr. Und insofern gibt es da einfach eine Regelung, wie der Arbeitgeber den geltenden Vorteil übernehmen kann. Und dann kann ich tatsächlich auch den Mitarbeiter, und das muss kein dienstwagenberechtigter Mitarbeiter sein, das kann auch ein Mitarbeiter sein mit seinem Privatfahrzeug, wenn der sich eine Ladeinfrastruktur, eine Wallbox in die Garage einbaut, dann kann er diese Installationskosten auch über Mobico abrechnen. Passend dazu können wir über Mobico auch die Ladestromkosten für den Firmenwagenberechtigten auch abrechnen über das Budget. Das kann entweder über diese Ladepauschale gehen, es gibt ja so eine definierte monatliche Pauschale, oder aber über die tatsächlichen Ladestromkosten. Genau. Das ist die steuerfreie Ladestromkosten für den Firmenwagen. Natürlich darf auch eine Privatperson seine privaten Ladekosten auch über Mobico abrechnen. Die werden steuerrechtlich nur anders behandelt. Cool, danke dir. Und dann eine letzte Frage noch, ob Dienstreisen über Mobico abgerechnet werden können. Bisher noch nicht. Da sind wir gerade dran. Das wird jetzt gerade entwickelt. Und zwar, wir sind tatsächlich mit Mobico derzeit ein Benefit, ein Mobilitätsbudget zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Gehalt. Auch ganz wichtig. Sind damit komplett in der Lohnsteuer unterwegs. Deswegen sind wir da auch sehr erpicht drauf, dass der geldwerte Vorteil da ganz korrekt abgeführt wird, natürlich. Das ganze Thema Dienstreisen über Mobico wird noch dieses Jahr genau angeboten. Bisher würde das jetzt zum Beispiel bei der Sarah so ablaufen, dass dienstliche Mobilität wahrscheinlich über eure Reisekostenabrechnung ganz normal abgewickelt wird. Genau. Cool. Dann mit einem Blick auf die Zeit würde ich gerne zum Ende kommen, dass wir auch pünktlich Schluss machen. Ein ganz großes Dankeschön, Sarah, an dich, dass du dabei warst, dass du auch einfach so offen erzählt hast, wie war das bei euch, was ging da so bei euch vor sich. Danke natürlich, Nicola, auch an dich, dass du dabei warst und an die Zuschauer für ihr Interesse. Dann Stichwort spannendes Thema und nächstes Webinar. Sie haben es ja schon vielleicht auf der Slide eingeblendet gesehen und sich in den Kalender eingetragen. Emissionen der betrieblichen Mobilität messen und ausweisen. Dieses Mal am Mittwoch, der Donnerstag ist ein Feiertag, am Mittwoch, 25. Mai, haben wir 3 Gäste geladen, um über dieses Thema zu sprechen. Um 16 Uhr und sehr gerne stellen wir auch in der Follow-up-E-Mail direkt den Registrierungslink bereit, sowie natürlich auch gerne die Kontaktdaten. Genau, in der Zwischenzeit kann man uns auch sehr gut bei LinkedIn folgen und dort immer up-to-date bleiben. Und dann, genau, bleibt mir nur noch mal zu sagen, danke
und allen einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Danke, Sarah, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ciao. Schönen Nachmittag. Ciao. Tschüss. Tschüss.